Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Path of Exile. Die erste Folge ist ein wenig her, aber ich hatte mal wieder Lust, also starten wir einfach mal. So, wir waren zuletzt hier in diesem, ich würde es fast Dorf nennen, haben ein paar Quests angenommen, haben ein paar Sachen von der Welt erfahren und jetzt gehen wir einfach mal hier entlang zu der Küste. So, leider kann man auch nicht weiter Not the rauszoomen. most pleasant of arenas, but it'll have to do for now. Aber egal. Machen wir ein paar Leute fertig. Bam, bam, bam. So. Hier ist ein schönes Lagerfeuer. Oh, ich dachte schon. Ich dachte gerade schon. Man muss ja echt jede Ecke mal absuchen, um zu gucken. Kommt der? Könnt mich mal ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach kommt her, ihr seid doch nur ein paar. So, das war die ersten weggehauen, jetzt kommen die nächsten dran. Bam, bam. Lief das nicht so optimal? Klicke, warte mal, stufe diese Fertigkeitsgem mit. Okay, keine Ahnung. Gehen wir auf Inventar, wir haben Brüstung 19, Rüstung 19. Aber der hat 3 und der hat nur 2. Kommt da einer gerade auf uns zu? Ach da. Bah. Oh Mann. Eigentlich sind die ja nicht besonders stark, aber wenn die in Gruppen kommen, sind die ganz schön nervig. Muss ich echt sagen. Mal gucken. 9, 9. Ah, der hat 2 rote und der hat einen grünen. Erfordert 15 Intelligenz. Wir sind dafür einfach viel zu dumm. Kannibalen. Die können auch noch mal schnell laufen. Alter, ich brenne! Ich brenne! Kann ja wohl auch nicht wahr sein. Okay, die sind gar nicht mal so schwach. Gehen wir kurz zurück. Eigentlich müssten wir uns ja heilen, oder? Bei Diablo hat man sich ja geheilt, wenn man weggegangen ist. Tja. Bis jetzt passiert gar nichts, also. Dankeschön. Wie die Seelen oder was auch immer aus den Körpern verschwinden. Sieht schon lustig aus. Falls ich irgendwas übersehen habe, dann ist das halt so. Nein! Weg hier! Auch noch Skelette. Ich hätte echt einen Fernkämpfer gebraucht. Oh, aus dem Hochstufen. Aber was macht dieses Hochstufen eigentlich? Ich habe hier. Da auf dem Schwert. Stufe 2. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Du kannst die Karteneinblendung mit Tab umschalten. Okay. Oh, eine Riesenkrabbe. Genauso schwach wie die Kleine. Machen wir oben noch die Krabben fertig. Erst die Eltern, dann die Kinder. Bam. So, könnt ihr mal irgendwelchen geilen Loot hier rumliegen lassen? Das würde mich mal freuen.
Hier liegt gefühlt gar nichts rum. Oh ne, jetzt besteht ja so ein Kämpfer an den hier. Betet mich an. Wartet mal kurz ab, ich will mich mal kurz hier verbessern. Oder sollte ich die erstmal töten? Kommen die hinterher? Ah ja, komm, wir töten euch erstmal. Lecker Krabben-Ragout. Alter, was war das denn? Bin ich beinahe gestorben. My spirit is spent. Ist das hier? Oh, ein Schild. Ja. Hat sich doch gelohnt. Eine Rolle. So, wollen wir mal gucken? Aber kurz, ich guck lieber nochmal. Sind keine Monster in der Nähe, oder? Nee. So. Ich bin natürlich hier ein bisschen überfordert. Intelligenz. Er sagt, wir brauchen eine Intelligenz, aber hier geht es irgendwie nicht weiter. Angriffsgeschwindigkeit, Genauigkeit. Stärke. Geschick. Nehmen wir mal Stärke. Stärke kann wohl nie schaden. Gerade bei Krabben. Leveln die Gegner eigentlich mit oder bleiben die jetzt schwach hier? Das würde mich mal interessieren. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Warte mal, kann ich mit da? Ach so, okay. Das meinte er mit Karte umschalten. Wie ihr seht, spiele ich Hardcore. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es einfach mal gemacht. Oh ja, genau. Das ist ja ultra stark. Willst du mich verarschen? Ey, da muss man echt aufpassen. Dieses Feuer macht so viel Schaden. Das ist echt unglaublich. Aber wie ihr auch wisst, spielt der Konus auch Path of Exile. Der hat auch schon ein paar Folgen mehr als ich. Der lädt, glaube ich, jeden Tag eine Folge hoch. Hat gefühlt auch schon 500 aufgenommen. Also, wenn ihr denkt, der Noob, den ihr gerade seht, der ist noch nicht weit genug, dann guckt mal beim Konus vorbei. Der Link ist auch mein der Kanal ist auch mit auf meinem Channel verlinkt. Und da mal was. Könnt ihr einfach mal gucken. Genau wie ich jetzt gucke, ob ich einen geileren Eisenhelm gekriegt habe, aber nein. Und 6 bis 10, 4 bis 10, 5%, 1,45. Schon geiler das Ding. Kann ich hier diesen. Kann, wie kann ich hier die, krieg ich die Dinger hier raus? Also. Macht natürlich keinen Sinn, dass sie auf die Rüstung so packen, denke ich mal, aber egal. Ja, das ist halt schon viel weiter. Das ist auch so sein Haupt-Let's Play aktuell. Oh mein Gott. Das ist. Erstmal hier ein paar Leute wegklatschen. Ey, wir haben einen Bogen bekommen. Cool. Sonst gar nichts hier, aber könnte ich jetzt den Bogen ausrüsten? Oder nicht? Einfacher Bogen. Warte mal. Brauche ich dafür Pfeile? Also logisch wäre es natürlich schon, wenn ich Pfeile dafür bräuchte, aber brauche ich in diesem Spiel Pfeile dafür? Nein, okay. Abstand halten.
Bam! Probieren wir es mal mit dem Bogen. So, jetzt sind wir auf einer Ebene. Nicht schlecht. Der ist gar nicht mal so schwach, muss ich sagen. Konnte man den. Warte mal. Hatte der einen Slot gehabt für irgendwas? Ja. Mal kurz hier alles reinhämmern. Aber was ist ein Schlag? Aber vielleicht hilft das trotzdem. Egal. Macht ja keinen Sinn, wenn das im Inventar rumliegt. Mal heilen. Habe ich eigentlich unendlich Heilung? Nein. Geh mal. Lässt die Olle Feuer regnen. Oh. Fuck, fuck. Das ist ein Boss. So ein paar Krabben aufspießen. Die weltbekannte Renn weg und schieß Taktik, die ich hier anwende. Funktioniert immer. Was? Das brenne ich. Halt die Klappe! Alter! Ich stand einfach mal im Feuer und hab geballert! What the fuck? Alter, wie die geschrien hat, das war echt geil. Ja, war schon irgendwie geil, muss ich sagen. Nein, nur Spaß. Aber die hat bestimmt richtig geilen Loot. Ausweich wert, achso. Naja. Ah, der Helm 13. Ja, der ist schon mal besser als meiner. Ich muss auch irgendwann Sachen mal wegwerfen. Aber ich würde die halt lieber verkaufen. Als wegzuwerfen. Gucken wir uns mal den hier an. I believe in traveling light. Einfacher Bogen. Grün-blau. Einfacher Bogen. 5 bis 3. 5, 1, 4. Ach, brauchen wir nicht. Das brauchen wir doch nicht. Gucken wir uns dann noch mal ein bisschen um. Ach, jetzt brenne ich schon wieder. Warum? Warum schießt mein Charakter nicht? Warum schießt er nicht? Ein Schuss. Eisenbahnschienen, cool. So, alle wegballern und heilen. Und dann schauen wir uns hier mal weiter um. Unten am Strand sind schon wieder die Krabbis. Richtig geilen Pokémon. Wo Krabbis waren keine richtig geilen Pokémon. Leute, haltet am Abstand. Ich bin nicht so kuschelbedürftig wie ihr. Lern mal treffen, du Noob. Noch mehr Krabbis? So, die werden erledigt. Ich glaube, von da hinten kamen wir schon. Immerhin. Oh, schreck mich doch nicht so. Eigentlich ist der Bogen schon mal ganz geil. Also, wenn die gar nicht auf die in die Nähe kommen, aber die kommen ja trotzdem, weil die kommen ja alle angerannt und wollen kuscheln.
Warte mal. Kong's canoe struck the sand with the force of destiny. At his back, the greatest war host in Cardi history tamed the wild sea, their canoes coupling with the land one by one. Lion-eyed Genlings met us with shining metal and bold words. Yes, hau ich euch alle weg. Withered their pride, Kong's axes silenced their despair. Marseilles Lion-Eye fought bravely to the last. Calm honored him with a place on his belt. Calm has shown Rayclast our Karui strength. Calm will teach Rayclast the Karui way. Und mit diesen wunderschönen Worten beenden wir die Folge. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder rein in der nächsten Folge Path of Exile. Bis dann, Leute.